Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu diesem Video. Heute geht es um die PlayStation 5 Pro. Ein kleines Unboxing, ein paar Worte, was ich zur Pro zu sagen habe. Meine Two Cents zu der PlayStation 5 Pro. Und ja, was mein Fazit ist, ob ich es empfehlen würde und so weiter, weil ich zum Preis sage. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem Unboxing. Das wird ein bisschen anders sein als bei anderen Kanälen. Ich werde euch einfach mal oben links so ein etwas kleiner zeigen, wie das Unboxing war, weil das war relativ, ich will nicht sagen langweilig, aber schon relativ belanglos, weil klar, die Konsole ist im Paket drin gewesen und ein Controller, drei Kabel, kleine Nupsis zum Hinlegen der Konsole und that's it, mehr war da nicht drinne. Und wenn man beide Konsolen dann nebeneinander stellt, die normale PlayStation 5 von damals und die Pro, dann fällt auf, die sind von der Maße relativ ähnlich. Auch vom Gewicht her sind die relativ ähnlich. Anschlüsse sind relativ ähnlich. Also, wenn man nicht wüsste, dass eine Pro ist und es natürlich an diesen Adidas-Zeichen sehen würde, würde man vielleicht erstmal denken, oh, das ist eine normale PlayStation 5. Aber nein, es handelt sich hierbei um die Pro, was man ja auch ganz klar daran sehen kann, dass kein Laufwerk mit dran ist. Und da kommen wir direkt zum ersten Punkt, den ich habe. Es gibt aktuell keine Laufwerke. Ich weiß nicht, wann du das Video guckst, ob es in deiner Zeit Linie in deinem Universum schon Laufwerke gibt für die PlayStation. Also wir können aktuell in Deutschland und ich glaube auch weltweit kein Laufwerk kaufen. Klar, es gibt manche Preise, wie hier bei Amazon, für über 300 Euro. Aber grundsätzlich gibt es aktuell keine Laufwerke und es ist auch noch keine Besserung in Sicht. Ich habe ein paar Newsportale gesehen, die haben was gesagt von nächstes Jahr. Lass uns überraschen, meine Pro steht jetzt aktuell neben meiner normalen, weil ich viele Spiele auf CD habe. Also Call of Duty kann ich aktuell nicht spielen, Dragon's Dogma, Stellar Blade, Hogwarts Legacy, Final Fantasy, alles was ich euch gerne hätte zeigen wollen, auch wenn ihr es nicht sehen hättet können, da kommen wir aber gleich noch zu, kann ich euch leider nicht zeigen, weil ich kein Laufwerk habe. Ich habe aber hier ein paar Spiele, die wir uns anschauen können. Ich würde sagen, da gehen wir auch direkt rein. Also, Star Wars Outlaws hat einen Enhanced-Modus. Da können wir auch direkt mal noch einen kleinen Schwenker zu machen. Wenn ihr wissen wollt, welche Spieler einen Enhanced-Modus haben, könnt ihr hier im Store einfach auf verbesserte Spiele gehen und seht dann hier alle Spiele, die verbesserte Grafik haben. Boah, Lies of Pi, da hätte ich echt gerne reingeguckt. Naja, vielleicht wird das ja nochmal irgendwann was. Hogwarts Legacy hätte ich auch gerne reingeguckt, weil da coole Updates waren. Dragon's Dogma 2 auch, weil die allgemein schon so gut aussehen und Stellar Blade. Ja, aber müssen uns mit Star Wars Outlaws erstmal begnügen. Und was soll ich euch sagen? Bin hier ein bisschen rumgelaufen, habe ein bisschen gedaddelt. Und bis auf, dass ich jetzt 30 Frames mehr habe, fällt mir nicht viel auf, muss ich tatsächlich sagen, im Vergleich zur normalen PlayStation 5. Ich habe schon ein paar Fotos gesehen, dass Spider-Man 2 zum Beispiel auch Raytracing hat. Aber ja, ich weiß nicht. Also, wenn ihr mir jetzt nicht sagen würdet, Lou, du spielst auf einer PlayStation 5 Pro, weiß ich nicht, ob ich das merken würde. Auch nochmal zur Klarstellung, ich spiele hier auf einem Huawei 4K 120 Hertz oder so, aber ich kann eh nur 60 Hertz für die Aufnahme machen und HDR natürlich. Und alles eingeschaltet bei der PlayStation, was man einschalten kann, da können wir auch gerade nochmal drauf gehen. Es gibt hier im Videobildschirm-Ding natürlich 4K ist an, 8K-Ausgabe ist neu. Neue Bildqualität für PS4-Spieler, da sage ich gleich was zu. 120 Hertz ist aus, weil das bringt mir nichts und auch in der Aufnahme würde euch das nichts bringen. Und HDR ist immer an. Ja, aber ich sehe da keinen großen Unterschied. Hierzu will ich kurz zwei Dinge sagen. Es gibt jetzt einen Modus bei der Pro. Ja, ich will nicht sagen, dass der reingemogelt ist, um ein bisschen mehr die Pro zu verkaufen. Aber PlayStation 4-Spiele können jetzt ein ganz kleines bisschen besser aussehen. Ein Müh. Wenn ihr nicht darauf hingewiesen werden würdet, würdet ihr es auch nicht sehen. Wenn ihr euch mal Vergleichsbilder anguckt, gerade bei Bloodborne, da habe ich es gesehen, werdet ihr sehen, dass die Kanten ein kleines bisschen schärfer sind. Aber das ist wirklich so marginal und wirklich nicht der Rede wert. Ja, aber so vom allgemeinen Look würde ich niemals drauf kommen. Ey, ich spiele gerade auf der neuen PlayStation Pro, wofür ich viel Geld gezahlt habe. Da komme ich gleich noch drauf, keine Sorge. Ich würde es nicht wissen. Noch eine Sache, über die sich bestimmt viele Leute schon geärgert haben, sind die Faceplates. Denn die Faceplates sind sehr ähnlich zu den Faceplates von der Digital-Version, von der normalen Slim. Aber nicht alle. Es gibt ein Faceplate, das passt nicht. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ey, das hat Sony extra gemacht, um nochmal doppelt Faceplate zu verkaufen. Und ja, vermutlich ist es auch so. Andererseits, ich finde das sehr schlecht, aber ich muss sie auch ein ganz kleines bisschen in Schutz nehmen. Weil wenn man in der Vergangenheit mal schaut,
gab es bei jeder neuen Revision eine komplett andere, einen komplett anderen Aufbau der Konsole. Erinnert euch zurück, PlayStation 1, die kleine Konsole. Ich meine, da gab es noch keine Faceplates, aber die war natürlich viel, viel kleiner, sah ganz anders aus. Bei der Switch-Version, da gibt es auch keine Faceplates, aber bei der OLED-Version, die war auch, hatte auch andere Maße. Konnte man auch dann irgendwie an die alten Cases nicht mehr nehmen. Bei den iPhones ist irgendwie mal die Kamera ein bisschen anders und ihr könnt euer Case nicht mehr benutzen. Bei den alten 3DS, weiß ich noch, bei den neuen Revisionen, DS, DSi und was da nicht alles gab, konnte man jedes Mal nicht die alten Plates benutzen, beziehungsweise ja, die Kits, um sich das ein bisschen zu adjusten und schöner zu gestalten. Deswegen, ja, es ist doof, dass man das nicht nutzen kann. Aber, dickes Aber, wenn sie das Design von der PlayStation 5 Pro komplett anders gemacht hätten, dann hätten wir diese Diskussion überhaupt gar nicht. Wäre sie also etwas kantiger, größer, kleiner als die Slim, dann würde niemand darüber denken, oh, die Faceplates passen nicht, weil es einfach ja grundsätzlich so ist, dass die Faceplates nicht passen. Ja, und dann würde ich gerne zu dem großen Thema, dem Preis, kommen. Also ich hatte das eben ja schon mal angesprochen mit dem Laufwerk. Aktuell könnt ihr kein Laufwerk bekommen, aber normalerweise würde ein Laufwerk 120 Euro kosten. Das bedeutet, die Konsole 800 Euro, dann braucht ihr ja noch einen Ständer, um die Konsole aufzustellen. Der ist nicht dabei, nur so kleine Nupsis zum Hinlegen. Daher müsst ihr auch holen, 20 Euro und dann nochmal die Konsole für 800 Euro. Dann seid ihr insgesamt bei 940 Euro. Wenn ich jetzt meine PlayStation 5 verkaufen würde, würde ich so um die 250 bis 300 bekommen und hätte für die neue Konsole um den dicken Daumen rum 600 Euro gezahlt. 550 bis 600 Euro gezahlt. Und ob das die 30 Frames und ein bisschen schöneres Bild es wert sind, das müsst ihr selber entscheiden. Ich bin ganz ehrlich, würde ich das Ganze hier nicht mit Content befüllen und wäre das nicht so ein bisschen auch mein extremes Hobby, glaube ich, hätte ich mir die Pro nicht geholt. Dazu kommt noch, dass ich eigentlich die 30-jährige Version haben wollte. Die habe ich leider nicht bekommen, deswegen ist dann die Pro geworden. Aber ich muss sagen, ich bin innerlich schon eher verärgert darüber, dass ich die Pro geholt habe für 800 Euro, weil es den Preis einfach wirklich, und das muss ich einfach auch mal sagen, nicht wert ist. Da müsst ihr wirklich 3-4 Mal überlegen, ob das wirklich für euch Sinn macht. Vor allen Dingen für alle Neueinsteiger in das PlayStation-Universum, die gerade gar keine PlayStation haben. Überlegt euch wirklich doppelt, dreifach und zehnfach, ob ihr wirklich die Pro braucht oder ob ihr nicht einfach auch auf eBay geht oder euch dann die Slim holt für 400 irgendwas Euro, anstatt die Pro mit Laufwerk für über 900 Euro. 940 Euro, dafür kriegt man auch schon einen PC. Also mein PC, den ich hier stehen habe, der hat um die 1.100 gekostet, packt ihr nochmal 200 Euro drauf und ihr habt einen spitzenmäßigen PC zu Hause. Ich will nicht sagen, dass PC Master Race ist und PC immer besser und so, aber mit einem PC kann man natürlich viel, viel, viel mehr machen. Ne? Man kann hier aufnehmen, man kann Videos bearbeiten, man kann im Internet surfen, man kann alles Mögliche damit machen und auch spielen. Und mit einer Konsole kann man halt eben nur spielen und ja, weiß ich nicht. Also der Preis ist wirklich, das ist ein Mondpreis, machen wir uns nichts vor, der macht irgendwie keinen Sinn vorne und hinten. Eine Sache, die neu rausgekommen sind die neuen Controller. Die sehen unfassbar schön aus. Ich habe hier einen, den weißen, und ich kann euch sagen, wenn ihr noch einen Controller sucht und ihr überlegt, euch einen neuen zu holen, dann holt euch den. Also das ist das Schönste, den schönsten Controller, den ich jemals irgendwie gesehen habe. Ist schon fast ein bisschen zu schade, den zu nutzen zum Spielen. Den werde ich auf jeden Fall mir in Ehren halten. Der ist sehr, sehr schön. Aber die Pro, ja, ich weiß nicht. Bin ich sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Gibt es den einen oder anderen unter euch, der sich auch eine Pro geholt hat? Und was sagt ihr zur Pro? Nicht nur gesehen auf den Preis, sagen wir mal, ihr würdet die geschenkt bekommen. Was sagt ihr dann zur Pro? Lohnt sich die Pro für jemanden? Würdet ihr sagen, die Pro ist ein Gerät, die hat es 2024 gebraucht? Oder hätte eine normale PS5-Revision, so wie die PS5 mit der Leistung ist, nicht auch nochmal gereicht? Ich würde mich natürlich wie immer über ein Follow auf den Kanal freuen, sehr über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein.